den Sieg. Okay. Also Lucky Race ist halt mit Lucky Blöcken und halt Jump'n'Run. Lucky Boss ist eigentlich Sky Boss halt nur mit Lucky Blöcken. Und halt Lucky Egg Boss ist halt normales ist halt ein Ei als Bett und halt mit Lucky Blöcken. Ja, okay, also am besten nimmst du halt einfach. In welchem dieser Modi kann man im Teamspiel alle oder? Bei allem. Ja, dann. Keine Ahnung. Lucky Egg Wars oder Lucky Sky Wars hört sich schon gut an. Auf Lucky Race hätte ich jetzt nicht so Lust, glaube ich. Okay, dann mach mal Lucky Sky Wars. Ja, können wir machen. Ey, und. Ja. Wir kommen einfach hier zu den Spontanen. Können wir unseren Random Map mobben? Ja. Hier wascht auch gern mal jemand mit einer Enderperle durch. Da ist noch eine. Da sind noch welche auf jeden Fall. Willkommen auf jeden Fall zu diesem Video auf dem Kanal. Mit dabei hier der Slaney. Moin. Und da sehe ich wohl gerade ein paar Diamonds. Und wir spielen heute mal Lucky Block Skywars auf Random Sea. Und mal schauen, vielleicht noch ein bisschen Lucky Block irgendwas. Vielleicht Lucky Block, Lucky Egg Wars. Erstmal. Derjenige, der. Oh, da. Wie soll ich sagen? Mir fällt einfach kein Gesprächsthema halt. Oh, was ist das hier? Okay, da schafft man einen Baum. Ja, oder wenn du willst, kannst du ja über. Keine Ahnung, momentan die GMC-Szene reden oder so. Ich habe ja gesehen, du hast ein QSG-Video dazu hochgeladen. Ja. Minecraft-Szene gerade ist echt wirklich für, weiß ich nicht, für einen schon kurz gesagt, es ist schon ein bisschen, geht schon wirklich in Richtung Mobbing in den Dreh. Jeder, der halt spielt irgendwie richtig auf, einfach nur, dieses Wort möchte ich nicht erwähnen. Ist einfach nur What's happening? Alles gut? Ja. Also was ich zur momentanigen Szene sagen kann, ist halt einfach, ich find's relativ. Es gibt halt immer diese Leute, die ein bisschen tryen, die gibt's in jedem Spiel halt so, das ist halt normal. Wo ist einer? Oh mein Gott, du Armer, der hat mal von mir gerade eine richtig. Der hat mir gerade eine 6er-Kombo kassiert. Und der ist gestorben. GG an der. An GG Anderson. Okay. Nein, aber die anderen schwitzen mehr rein. Und ich weiß es hingegen, glaube nicht mal richtig. Oh. Ja, da hat er mir einen Lucky Potion gegeben. Und ein Leiser. Blockin hat tatsächlich damals auch gemacht. Aber ich fand's immer ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Ich kann nicht sprinten und die geben mir ich kann trotzdem comboen. Und ich bin blind. Blockheimer habe ich dann gelassen, weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie braucht man dafür gar nichts, außer halt Rechtsklick und Linksklick drücken. Und das war's halt auch. Ja, okay, ja, ist was. Das war's. Ich kann nichts machen. Ja, mich hat. Ja, ich bin auf jeden Fall von Blockit habe ich dann damals gelassen, weil ich es einfach so. Wie soll ich das jetzt sagen? Skilllos war. Also ich hatte da einfach nicht. Ja. Das ist nur sein Main-Modus. Wird es dir erschwert? Er spielt by the way auf Spanisch. Espanol. Auf Chillig. Ja. Ist aber wirklich gar nichts an Rüstung, ey. Wie Turin stoppt wieder ab, richtig. Der bestimmt nicht. Ist da Phrasics? Nein. Oh mein Gott, die kommen! Nee, das. Oh Mann! Nee, ich. Nur Armor, keine Chance. Ich weiß nicht, ob ich die kriegen kann. Also am besten wär's, wenn ich mich einmische erst, wenn die beiden. Ja. Oh, das war ja nett. Was will eigentlich Tori gerade? Will uns grad show oder was? Okay, das ist also so wie Bedrooms, nur das Ei ist das Bett.
Ja. Und dann kann die Spawner mit bestimmt Ressourcen aufwerten. Wenn du Rechtsklick auf die Blöcke drückst. Ja. Kennst du bestimmt, wenn du schon auf CubeCraft gespielt hast. Auf CubeCraft habe ich schon ein paar Mal gespielt, aber ich glaube nicht das hier. Aber ich kenne das noch von Flag Wars damals auf Gomme. Ja. Ja. Ich warte erstmal alle Eisenspawner auf. Das macht schon ein bisschen aus. Hungerkeulen-Map. Brrra. Ha, wo kann ich mir das kaufen? Kann ich mir was von Gold kaufen vielleicht? Weil ich habe einfach nur Gold die ganze Zeit schon. Okay, in der Mitte gibt's Lucky Rot. Rot kommt. Sind wir rot? Ja, wir sind rot, okay. Ich hatte kurz Angst. Ja. Junge, ja, ich brauche Spawn hier. Ich hab halt zwei Very Lucky Blöcke und 8 Diamonds von der Mitte. Jetzt können wir unsere der Spawn aufwerten. Hat er gerade schon der Typ, aber das nochmal aufgewertet, nice. Hier hast du einen Lucky Block. Ich finde das ganz nett. Ja. Ja. Und es wird ein Video schön chillig. Hier schwitzt noch nicht allzu viele. Habe ich mitgekriegt. Ich muss mir Blöcke einzeln kaufen, okay. Ja, Dr. Cap ist viel besser, hat Schutz 4. Ich bin immer so Lucky Block Fieber, wenn ich hier immer spiele. Es ist einfach. Ich gehe mal drauf und gucke, was ich erreichen kann hier. Ja. Kann ich hier vielleicht ein Steinschwert kaufen? Ja. Ich weiß nicht, ob das der echte Schreibfehler ist, ansonsten kenne ich den aus meiner Community, aber ich weiß es nicht. Okay. Nächsten 4 Lucky Blöcke, meine Freunde. Man kann doch nicht mit den Diamanten Sachen aufwerten. Oh mein Gott, ich habe eine Rettungsplattform gekriegt. Oh mein Gott, waren die Lucky Blöcke gut. Ich habe Half Dime draus bekommen mit einer Rettungsplattform, die als Slime Ball markiert ist. Das ist wild. Oh shit, ich brauche eine Spritzhacke, wa? Es kommt grün, glaub, grün kommt. Bögen kosten Diamanten. Auch ernsthaft. Sag mal, was ist mit Leuten hier los? Die geben mir gar keinen Hit. Ja, ich töte jetzt einfach hier nur bei Gelb durchgehen, dann haben die gar nichts mehr bald. Ich hole mir deren Gold. Wenn einfach nur ihre Ressourcen. Nun, was ist hier los? Hä? Ich habe gerade das. Lol, die haben Spawn Protection. Da muss ich den hier töten. Das ist so dumm. Ich töte hier einfach nur durchgehend bei Gelb. Also, wenn irgendwer vorbeikommen könnte mit einer Diaspitzhacke, wäre das echt sehr schön gerade. Was macht der? Kann irgendwas zu Gelb kommen? Kann ich die eventuell spawn-trippen? Das muss ich mal kurz nachgucken. Junge, okay, was ist mit meiner Maus los? Die geht auf einmal immer wieder nach oben. Die Maus ist doch erst eine Woche alt. Was ist denn bitte los? Oh shit, ich wurde runtergehittet nach 2 Stunden, aber ich habe all deren Ressourcen die ganze Zeit gefressen. Okay. Ich habe die bestimmt so 50 Mal getötet. Oh toll, hat nur Gold. Die droppen auch hier die Ressourcen wie auf Hypixel. Ja, habe ich schon gemerkt gerade eben. Aber die haben mich runtergehittet, das heißt, die haben nichts davon bekommen. Okay, jetzt ein bisschen Lucky Blöcke wieder gönnen. Okay, ich kaufe. Wie viel kostet die beste Spitzhacke hier? Chillig, kann ich mir ganz easy holen hier. Ich brauche auf jeden Fall Blöcke, bevor ich was mache. Ich habe einen Nuke, wenn du was brauchst. Ich habe einen Nuke. Das ist gut. Wenn du willst, können wir jetzt gleich mal Gelb vernichten. Ja. Unser Mate, das hier vielleicht mit Verteidigen schafft, das wäre ganz cool.
Okay, jetzt habe ich Unterwasseratmung. Ich habe nochmal ein extra Herz und das Pigments. Nein, danke. Okay, ich gehe wieder auf Gelb. Wenn du schaffst, die auch alleine, weil die sind echt nicht so gut. Ich glaube, mit 40 Diamanten habe ich gesehen, kann man sich Diamanten mit, kann man sich Dings kaufen mit irgendwas mit. Ja. Ich glaube, mit Schaf. Ja, OP Diamantschwert, 40 Diamanten, Schärfe 3. Das hört sich gut an. Ja. So, das Lustige ist, Gelb hat jetzt die ganze Zeit gegen mich gekämpft, bestimmt so 2 Jahre. Jetzt komme ich einfach wieder. Und ich kann wieder 2 Jahre gegen mich kämpfen. Ah, okay, 40 Diamanten, eine Enderperle und 10 Diamanten, ein. Tötet mich die Nuke auch oder tötet die nur die Gegner? Naja, es ist halt TNT. Hat nur ein bisschen verstärkt. Also das kann dich töten, ja. Kann das Obsidian wegsprengen? Nee, oder? Glaub nicht. Aber auf jeden Fall, manche Spieler kann es definitiv wegspringen. Ich hab einen Base-Teleporter, what the? Diamond Lock! Nein, ich brauch eine Eisenspitzhacke, oh mein Gott. Böse Ei. Ah, ich hab's. Na, komm mal her, Minion. Der Rest von denen läuft jetzt weg? Ah ja, der Rest von denen läuft weg. Der springt bestimmt einfach nur runter, oder? Tatsächlich nicht, der hat mich noch gesuicided. Glückwunsch. Ich hab einen Base-Teleporter. Keine Ahnung, wie man den benutzt. Ihr so. Oh. Einfach rechtsklick. Naja, kannst dafür benutzen, wenn du mal. Ich bin dir derjenige, der hier sich hier in der Base ausrüstet und verteidigt. Das ist gut, aber ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel Verteidigung, weil ich habe Grün noch nicht einmal gesehen bis jetzt. Der stickt sich hier mit Lucky Blocks hoch. Okay, cool. Das. Der sagt wohl, ich bin reich. Ich hole jetzt Grün. Weil ich es nicht mehr einsehe. Ich muss da nur einmal reinkommen. Die dürfen mich nicht sehen währenddessen. Das ist sehr schwer, weil dann verlieren wir noch in der Base rumrennt. Full dir. Grün ist da, schreibt einer. Ich bin runtergefallen. Weil er so ein dummer Sprung war, den ich nicht schaffen konnte. Wo ist Grün schon wieder? Warum kann so ein Matt eigentlich nur Grün ist da schreiben und einfach verteidigen? Ich hab Goldäpfel. Wir kommen aus Lucky Block. Hier wieder ein Angriff, chillig. Ich hole mir lieber mal ein paar Cobwebs. Verteidige ich dir da mal. Ich hole mir meine Diapik und versuche jetzt einfach durch deren Auge irgendwie durchzudringen. Navy Mods, okay. Weil wir jetzt hier ein bisschen. Nee, ich glaube, ich spiele mit Default Minecraft. Ja. Was war das nun auf einmal? Ich habe jetzt gerade einen Regenbogen geworfen, ging aber nichts. Rettungsplattform ist mit Slimes geregelt. Dankeschön. Ja, ich glaube, ich kenne die auf jeden Fall. Aus irgendeinem anderen Modus schon. Ja. So, dann hole ich mir mal die beste Rüstung. Also von Gold meine ich natürlich die beste Rüstung. Den Goldapfel und dann sollte ich. Du brauchst eine Diamond Chest. Ich habe eine Diamond Chest für dich. Super, ja. Ich bin nicht reich. Obwohl, ich glaube, ich kann es mir sogar leisten. Obwohl, nein, du hast hier eine normale aus dem Lucky Block. Ich habe einen Halloween Potion. Die kann man jetzt. Mal sehen, wie viel kostet Webs? 10 Gold. Okay, wird gekauft. Ein Dia brauche ich. Perfekt. Konzentration, lass dich nicht hitten. Oh, ich wurde gehittet. Ich wurde ein zweites Mal gehittet. Komm, please. Das ist so unverdient. Ey, er hat halt echt die beste Rüstung. Er hat alles. Ich bin gestorben, nur weil er so gut equipped ist. Ich habe ihm so viel besser gegeben. Den machst du, der hat 8 Herzen. Ja, töt ihn jetzt. Er hat irgendwie sein Stuff in die Kiste anscheinend getan. Alter, wie dumm war das? Hey, shit, der Alter. Ja, da ist er genau. Ja. Lass uns mal machen. Der Kill geht auf mich, okay? Ja. Den hab ich mir allein geholt. GG. Ja, GG. Das war's dann mit diesem Video. Checkt wie immer Slaney ab. Der hat auf seit vor kurzem die 400 Abonnenten geknackt. Und dann würde ich sagen, bye bye.
Schau mit V.